Das war aber oh nein! Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Es geht um ein Kilo. Es geht um ein KB nicht. Das ist ein echt super Skript, aber es geht nicht. Bewege zu Ziel, aufnehmen Ziel. Kann das nicht weglassen? Das ist da jetzt nicht euer Ernst, Leute. Dass das nicht geht. Ja, warte mal, wenn Stauraum nicht voll ist. Ich würde einfach sagen, bis Stauraum voll ist, soll er das einfach machen. Dann lassen wir das wenn einfach weg, oder? Ist halt so eine Bequemlichkeit, aber gut. Dass der da gar nicht erst reinläuft. Aber wenn das halt so primitiv ist, was willst du machen? Machen wir hier das, wenn das Brett nicht voll ist. Jetzt sind wir bei 0 KB. Wo sind wir jetzt hingegangen? Ja, schade, muss ich sagen. Aber so geht's, ne? Jetzt beobachten wir ihn mal. Okay, er fängt tatsächlich hiermit an. Das ist jetzt natürlich ein bisschen krass. Er macht halt jetzt 25 Bretter, soll er machen. Wobei, er trägt jetzt erstmal, bis er nichts mehr am Fundort findet. Das sagt unser Skript. Mache bis Fundort leer ist. Jetzt kommt der letzte. Genau. Und er haut ihn da rein. Jetzt geht er wieder. Hat festgestellt, okay, Stauraum ist noch nicht voll. Mache weiter. Und er transportiert wieder. Ist geil. Aber 9 von 25. Ja, das ist natürlich blöd, dass er jetzt mit der verkehrten Reihenfolge angefangen hat. Okay. Nein, das heißt aber... Wo ist denn das Wenn gerade hingeschoben? Also wir bräuchten noch Abbruchbedingungen. Ich finde es schade, dass sie irgendwie bloß 32 KB Speicher haben. Ich fände es geil, wenn du... Also du könntest halt eine riesige KI theoretisch programmieren, ne? Aber ich glaube, das geht nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, wenn... Ja, das ist halt kacke. Ich müsste halt jetzt noch zusätzlich sagen, wenn hier nichts mehr drin ist, dann mach das auch bitte auch nicht mehr. Was man auch sagen könnte, ist, dass er das nur machen soll, wenn auch was drin ist. Solange wie hier was drin ist, soll er die kleinen Hacken zu denen. Nee, das ist aber auch dumm. Also rein der Theorie, wenn wir das ja andersrum machen, ne? Dass wir das so lange machen, bis das voll ist. Also was ja eigentlich auch... Das soll ja eigentlich auch machen, ich verstehe es nicht. Retter. Fehler. Bis Brett 3 voll ist. Bis Pfahl. Aber das wundert mich aber auch. Jetzt stellt er die her, aber er soll doch eigentlich... Bis Brett voll ist. Also wisst ihr, was ich meine? Der geht ja jetzt hierher. Wir sagen ja bis Brett voll ist.
Solange wiederhole. Das sind ja die Bretter. Solange wie Stauraum Brett 3 voll ist. So lange wiederholen, bis Stauraum Brett 3 voll ist. Soll er ja hier die Baumstämme nehmen. Aus irgendeinem Grund. Macht er das da unten? Jetzt bin ich am Überlegen. Was? Ah, guck mal hier. Wir haben ja nämlich noch das Wenn auch drin, ne? Warte mal. Wir haben nämlich noch das Wenn drin. Das eine Wenn, was ich vermisst habe. Reicht. So. Stopp, bearbeiten. Kann ich das denn jetzt nach oben ziehen, sag mal? Zack. Ja, macht das da unten gefühlt nicht. Jetzt hängt er halt hier oben in dem Part. Ja, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Er geht ja auch hier rein. Verwende. Wege zu. Produktion fest. Bewege, verwende, Produktion. Guck mal hier. Das ist halt falsch. Er soll dahin gehen. Verwenden und Produktion festlegen. Deswegen hat er das. Ja, genau. Guck mal jetzt. Jetzt macht das nämlich auch. Da habe ich beim Hochverschieben einfach die falsche Reihenfolge gemacht. Ja, cool. Und fertig ist unser Skript. Ist leider fehleranfällig. Weil. Also, wir haben halt bei dem Skript natürlich zwei Probleme. Einmal, wenn. Irgendwo mal was voll ist, also falls die jetzt voll sein sollten, macht er ja das andere nicht mehr weiter. Irgendwie so ähnlich, keine Ahnung. Wir haben ja auf jeden Fall Probleme, Leute. Es ist noch früh am Morgen, ich krieg das nicht so zusammen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt das hier fertig. Ja? Das funktioniert soweit. Können wir jetzt eigentlich auch noch beobachten, dann machen wir Feierabend. Dann sehen wir uns dann im nächsten Dings wieder. Auf jeden Fall machen wir noch ein paar Aufnahmesessions. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen sporadisch machen. Ich weiß nicht, ob da kontinuierlich Folgen hochgeladen werden. Was wir jetzt auf jeden Fall noch nebenbei machen ist... ist er hier? Was ist denn das hier? Der verlassene Außenposten. Hier ist eine Kiste. Außenposten zurückerobert. Super, du hast deine ersten Außenposten erobert und 8 Bitstücke erhalten. Ich frage mich, welche Geheimnisse die Erforschung dieser speziellen Piratenroboter-Technologie lüften wird. Nein! Wir können anscheinend mit den 8 Bits... Haben jetzt alle unsere Roboter eventuell 8 Bits dazu bekommen? Nee, ne? Okay, wir können anscheinend Sachen erforschen. Wie man auch immer forschen tut in dem Game. Guck mal hier, 14. Gleich ist voll. Man kann anscheinend, guck mal hier, hier ist doch hier von Tastenkombination. Was haben wir hier? Sammelkarten haben wir hier. Haben wir noch gar nichts. Dann haben wir Items. Genau, hier könnte man ja nachgucken, was, wie, wo, wann. Astronauten-Tutorial besser. Ja, würde ich ja gerne machen. Das heißt, wir müssen ja theoretisch hier die Sachen machen, ne? Langsam, Step by Step erfinden. Pass auf, das machen wir jetzt noch währenddessen. Wir stellen jetzt mal einen neuen Roboter noch her. Den letzten. Alter, der ist so gut, ne? Das Krasse ist, wenn das randvoll ist, stell dir die wieder her, mach das randvoll, dann ist er hier wieder leer und dann macht er das wieder randvoll und dann sind die beide einfach voll. Das ist strong, Leute.
So. Mal gucken, ob wir da gerade was zur Verfügung haben. Ja, haben. Muss man halt schnell sein, bevor die es wieder aufsammeln. Ich glaube, ich hab's. Also, das Lustige an der ganzen Tatsache ist ja, dass unser Arbeitsroboter tatsächlich aus Bäumen und, was ist das eigentlich? Haselnuss? Oder Eiche, Haselnuss-Seeds bestehen? Das ist witzig. Wie kann das funktionieren? Fragt man sich. Sehr gut. Ja, jetzt können wir das gleich sehen. Der ist jetzt fertig. Der muss jetzt noch einmal Baumstamm zerlegen. Ich frage mich, was seine Intention halt ist, ne? Er muss ja das hier auffüllen. So, guck mal jetzt hier. 23? Ah, ne, 23. Aber was ist denn seine Intention hier eigentlich? Gar nichts. Arbeiten. Zack. Schaffen, oder? So, jetzt aber, Leute. Er ist fertig und ist jetzt da in der Endlosschleife drin. Das ist strong, Mann. Was ich mich jetzt frage ist, macht er jetzt diesen hier? Nee, ne? Eigentlich, wir sind jetzt in der Endlosschleife. Genau, wir sind in der Endlosschleife. Dass er das erstmal voll macht. Das heißt, wir haben jetzt hier gleich 25 drin, ne? Dann ist da ja wieder leer und dann... Perfekt, Mann. Der Baumsammler-Dude ist richtig lost. Warte mal. Wer ist denn unser Baumsammler-Dude? Sag mal. Wer sammelt hier unsere Bäume? 100 Stamm zum Ziel. Ich glaube, das ist er hier, ne? Ich lösche den mal ganz kurz. Stoppen, zack. Weil irgendwie funktioniert das ja nicht. Hier, Fundort Stämme. Wir gehen da hin. Und bringen die da hin. Einfachstes Skript, was es gibt. Hab da eine Scheiße. So, ich probiere es nochmal. Zack, dahin. Einfachstes Skript, was es gibt. Verkackt. Zack, genommen. Und da abgeben. Manchmal muss man halt auch im Leben verkacken, ne? Man lernt ja aus Fehlern. Das Ganze machen wir wiederholen. Bis... Ja, okay, das ist eigentlich egal. Bis das hier voll ist. Wiederholen wir das. Und das nochmal an der Endlosschleife. Oh, good luck. Ja, jetzt kann er tragen. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen schon wieder nicht mehr. Ich sehe ihn halt schon wieder nicht mehr. Er ist weg. Da ist er doch. Er hat ihn sogar. Aber er läuft nicht hin. Aufnahmeziel. Er hängt bei Aufnahmeziel. Bist du später oder was? Er hat ihn doch. Er hat ihn doch. Ich verstehe es nicht. Ach so, der hat bereits einen. Ach Leute, echt jetzt. Also, pass auf. Deine Sonderregelung. Das ist dumm. Also, das ist tatsächlich dumm. Bearbeiten, wenn du... Wenn Hände voll, dann ablegen, oder? Alles ablegen. Garten. Meine Fresse. Was hat er denn jetzt denn? Wo ist er? Da ist er. Okay, jetzt macht er. Okay. Dass man denen das noch zusätzlich sagen muss, ist schwierig, aber es wird's machen. So. Errichte. Okay, wir müssen drei von diesen. Duck-Dingern hier machen. Hardstocks. Sollen wir drei Stück errichten? Für was auch immer. Ich mach mal. So, haben wir irgendwo eine Axt parat? Da unten, ne?
Es macht schon Spaß, das Spiel. Kannst du nicht meckern. Das war für kleine Hobbybastler wie mir. Okay, geil. Haben wir auch erledigt. Dann müssen wir noch eingelagerte Befestigungsstift. Was? Eingelagert Befestigungsstift. Was willst du von mir? Befestigungsstand. Was ist denn das hier? Ach da, das sind Befestigungsstifte. Da müssen wir 3 Stück einlagern. Das können wir natürlich machen, ne? Wir haben jetzt hier einen neuen Bot. Der wird sich jetzt. Aus was machen wir die? Die machen wir aus Fehlern. Die machen wir aus Fehlern. Ne, pass auf, dann er hier. Aufnahme. Du gehst hier dran. Machst Befestigungsstift. Danach holst du dir hier die Scheiße raus, Digga. Gehst dahin. Stellst Befestigungsstift her. Bäm, Junge. Das ist alles nur Schleife. Endlos. Genau. Dann. Wenn du das einmal gemacht hast, machen wir hier wieder das Ding bis. Muss ich kurz gucken. Hat man gesagt. Genau, endlos. Mit weiter. Nimmst du dir das und trägst es da unten rein. Bam. Das machst du endlos, bis nichts mehr gefunden. Boah, fertig. Ja, und schon tun wir Befestigungsstifte machen. Geil, oder? 3 Stück musst du einlagern. Ich hoffe mal, das zählt. Ich glaube, das müssen wir nicht selber machen. Einer ist schon eingelagert worden von uns. Okay, guck mal. Jetzt haben wir es hergestellt und lagert ein. Genau. Es war schon Bock. Und guck mal, er ist fertig. 24 von 24. 25. Das meine ich halt jetzt. Hey, wie geil. Rein der Theorie, wenn er jetzt einen hier rausholt, müsste er... Genau. Und er legt sofort los. Er legt sofort los. Es ist halt komplett automatisiert. Ah, ich sehe schon, das muss ich im Stream nochmal am Wochenende zocken und meinen aktuellen Speicherstand auch zeigen den Leuten im Stream. Ich grüße euch, ne? Schönen Grüße an die Leute in YouTube, schönen Grüße an die Leute, die das auch in der Zukunft wieder im Stream sich angucken werden. So, jetzt bin ich am Überlegen. Hergestellt hölzerner Hammer. Okay, das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich verabschiede mich von euch. Haut rein. Bis die Tage.